Ja, ich grüße euch. Ich habe heute mal wieder eine Anfrage erhalten, was wir denn so im Wohnmobil alles geändert hätten. Das ist jetzt nicht die erste und das wird auch nicht die letzte sein, aber ich bin ein fauler Hund. Und aus diesem Grunde werde ich jetzt mal ein Video darüber drehen und dann kann ich den Leuten immer das Video zuschicken. Das ist wesentlich einfacher, als immer diese Fragen zu beantworten, die natürlich berechtigt sind. Ich meine, wir haben uns ja auch damals erkundigt, was denn die einzelnen Wohnmobilfahrer in ihren Wohnmobilen geändert haben. Okay, ich nehme euch jetzt gleich mal mit und dann schauen wir mal. Okay, eine der ersten Sachen, die wir uns angeschafft haben. War dieser Schutz für den AdBlue, damit da keiner was dran rumfummeln kann. Der wird nur hier unten drauf gesteckt. Und durch den Tankstutzen beim Abschließen fixiert. Jetzt kann da keiner mehr dran. Wie ich schon gesagt, ich bin ja ein fauler Hund und ich habe keine Lust, aber den Schlauch festzuhalten. Also haben uns diesen Wafa-Wassereinfülladapter besorgt. Gardena drauf. Wasser aufdrehen und dann sieht man langsam aber sicher irgendwann das Wasser steigen. Der hat ein Rückschlagventil drin, das heißt, wenn das Wasser bis hier oben ist, kommt hier auf jeden Fall kein Wasser raus. Allerdings läuft es nach unten, weil der hat ja ein Überlaufventil. Im Winter mussten wir leider feststellen, dass an diesem Teil hier die Eiszapfen runterhängen. Außerdem war hier unten immer alles versaut. Wir haben uns zuerst mit einer Klammer beholfen. Aber dieses Teil kostet 4, 5 Euro irgendwo so um den Dreh. Zwei Schrauben ab, die Abdeckung ab, das Ding da drauf steckt, das wird da festgeschraubt und dann läuft schön das Kondenswasser der Heizung, tropft hier an der Seite runter und versaut nichts mehr. So, dann sind wir in der Garage. Jetzt wird es natürlich eng. Eins der nächsten Sachen, weil die ganzen Kleinteile immer rumfielen, war dann die Befestigung dieses, wie nennt man das? Organizer. Ich bin nämlich Ah. auch da. Ja, einer muss ja filmen, ne? Ihr werdet heute eine Premiere erleben. Ich werde kaum was sagen. Ja, da fährst schon viele Sachen. Okay, ich habe das mit Blechschrauben festgemacht. Natürlich auf die Länge achten, sonst ist man auf der anderen Seite durch. Zwei oben, zwei unten. Und das Ding hält. Ihr seht so ein klein wenig dieses wunderschöne Regal. Das geht hier hinten weiter. Hier oben seht ihr die Schiene, die das hier vorne befestigt. Ich habe extra diese Ecke ausgespart, eben für unsere Möbel. Zwei Stühle, Tisch, zwei Fußhocker. Die kann man schön hier unterbringen und die sind dann hier hinten an diesen Querverstrebungen befestigt und fliehen nicht durch die Gegend. Gleichzeitig habe ich mir oben ein paar Haken gemacht, um dann eben unsere Stromkabel aufzuhängen. Eben zwei unterschiedlichen Längen zur Verfügung haben. Solltet ihr das Bedürfnis haben, in dem Holz irgendwelche Halterungen anzubringen, so rate ich euch da zu Einschlagmuttern. Die kommen von der anderen Seite rein. Und dann durch diese Schrauben und dem entsprechenden Teil, was ihr befestigen wollt, werden die fixiert. Zuerst hatte ich auch unten noch entsprechende Euroboxen. Aber durch den Fahrradträger, den wir uns selber gebaut haben, konnte ich diese nicht mehr verwenden. So, was habe ich gemacht? Ich habe 30er Bosch-Profile genommen, habe die entsprechend verschraubt, habe hier einen Gleiter, hier ist eine Sperrschraube, wenn ich das Fahrrad reintue,
damit mir der Gleiter nicht abhaut. Wenn das Fahrrad drin ist, das werde ich euch schnell nochmal zeigen, wird der gelöst. Und jetzt kann ich das Fahrrad durchschieben und nachher hier mit der Hinten fixieren. Diese Bänder sind dafür da, um das Fahrrad in diese Richtung zu ziehen, damit es auch vernünftig in Position bleibt. Als ich den ersten gebaut habe, habe ich noch provisorisch reingelegt und habe dann gesehen, dass ich nach oben hin noch gut 15 cm Luft habe. Da oben konnte ich mit der Luft nichts tun, also habe ich eine Bodenerhöhung eingebaut. Hier habe ich eine Kiste drin. Da ist die Fahrradfolie. Wenn wir das Fahrrad mal draußen stehen haben und es regnet, dann kann man das abdecken. Auf der anderen Seite habe ich die Wasserschläuche untergebracht. So habe ich den Platz optimal ausgenutzt. Da ist eine Kiste für Getränke und unten ist eine kleine Kiste für Leergut, die meistens nicht ausreicht. So, dann wollen wir mal eins der Fahrräder einbauen. Hintergrund der ganzen Aktion war, dass ich die mit den Vorderrädern zusammen nicht reinbekam. Da fehlte mir oben etwas. Also habe ich mir dieses Teil hier konstruiert. Hat gekostet, wenn es hochkommt, knapp 100 Euro. Und hält alle möglichen Belastungen und Stand. Vor allen Dingen habe ich jetzt die Räder nicht mehr hinten in der Heckgarage. Was gerade bei einer Wand, die laut Hersteller nur 60 Kilo tragen darf, mit 54 Kilo schon hart an der Grenze ist, bei jedem Schlagloch, wird das dann doch ein bisschen mehr. So, Fahrrad anheben. Reinschieben. Vorne bis zum Anschlag. Rad richtig positionieren. Dann kommen noch diese beiden Gurte. Hier ist allerdings ein bisschen Fummelsarbeit. Die befestige ich hier oben am Fahrradständer. Und jetzt ist das Rad fest. Gleich, wenn beide Räder drin sind, kommt noch dieser Spanngurt hier hinten durch. Und dann stehen die Räder bombenfest. Das Regal, das ihr hier seht, ist voll. ja, das ist mal wahr. Ist aus 20er Bosch-Profilen. Das ist zu dunkel. Ja, wir haben auch Licht. Ja, da sage ich gleich noch was zu. Also dieses Regal, das ihr hier seht, das ist aus 20er Bosch-Profilen mit den entsprechenden Winkeln, Verschraubungen. Und das ganze Gedöns werde ich unten in der Videobeschreibung auflisten.
Hat gekostet circa 250 €. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber man muss nicht unbedingt die teuren Anfertigungen sich kaufen. Die Euroboxen, das erste Paar habe ich im Fünferpack bestellt, bei dem großen A. Habe dann in unseren hier ansässigen Baumärkten noch ein oder zwei nachgekauft. Im Endeffekt, dadurch, dass ich das unten wieder geändert habe durch den Fahrraddreher, habe ich die jetzt übrig. Also mit 4 Stück. Wenn ihr das so machen würdet wie ich, kommt ihr da locker hin. So, jetzt hat unser ja, die kleine Glasflasche. Die kleine Gasflasche haben wir uns damals. Wolltest du da nicht? Das ist für Diebstahlschutz. Bist du sicher? Weiß Ja, aber das habe ich nachher im Fahrrad nicht, stecken. wo das her ist. Gib doch her das Zeug. So, nochmal. Die kleine Gasflasche haben wir uns damals mal in Holland gekauft, als das Gas etwas eng wurde. Und es arschkalt war zu Ostern. Ja, und die nur kleine mit dem entsprechenden Anschluss hatten. Mittlerweile haben wir natürlich wieder unseren Gasvorrat aufgefüllt. Aber die kleine Flasche ist wunderbar geeignet, um zu grillen. Der natürlich wunderbar hier in das Regal passt. Und die Halterungen da hinten, die habe ich mir dann selber konstruiert, sodass die Flasche schön aufrecht stehen kann und auch gesichert ist. Und da kann man schön, das Schlauchlicht da hinten in der Ecke, Schlauch dran, Grill angeschlossen. Und dann kann man lecker gegrilltes essen. So, jetzt nochmal zu der Lampe. Wie ihr seht, haben wir oben Festbeleuchtung. Die habe ich auf beiden Seiten, weil ich weiß nicht, ob man die Lampe noch sieht. Da hinten in der Ecke. Da hat Weinsberg ein Lämpchen angebracht. Und wenn da was vorsteht, sieht man gar nichts mehr. Und das war mir einfach zu wenig. Und aus diesem Grunde habe ich zwei zusätzliche LED-Leuchten dort angebracht. Oben an der Seite vom Bett laufen zwei, auf jeder Seite ein 12-Volt-Kabel aufgetrennt. Die entsprechenden Klemmlüsterklemmen dafür verwendet und natürlich darauf achten, dass man richtig rum anschließt. Eine Sicherung dazwischen, weil die Lampen sind ja sonst nicht abgesichert, obwohl die wahrscheinlich auch nicht brauchen. Die Stromaufnahme ist sehr gering. Du bist Black Beauty, du stehst so im Schatten. Ah, es wäre Licht von der anderen Seite. Ja. Das zu unserer Garage haben wir noch gemacht. Jetzt muss ich mal hier drunter. Wir haben uns Kurbelstützen drunter geschraubt. Sieht aus wie ein Fässchen. Ja, also wie schon gesagt, ich hatte ja immer das Glück, im Dunkeln, bei Regen, bei Schnee, durfte ich dann Gas wechseln. Also haben wir uns die Duo Control eingebaut. Ist auch kein Hexenwerk. Und die schaltet eben automatisch um, wenn eine Flasche leer ist. Ich habe normalerweise diese Aluflasche, die ich gerade rausgeholt habe, immer hinten stehen. Mit diesem Bluetooth-Geber. So sehe ich dann am Handy, wenn hinten die Flasche anfängt leer zu werden, dann weiß ich genau, dass vorne die Flasche definitiv leer ist. Dann wird vorne die gewechselt, wieder umgestellt auf vorne, bis zum nächsten Mal. 4, 5, 6 Mal wechseln,
Und irgendwann ist die Aluflasche auch leer, dann muss ich die auch mal wechseln. Was jetzt der Fall ist, deswegen stand die nämlich vorne. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Alfred ist Schlappi. Ja, Hi, sieh du doch Schlappi. mal. Nee, ich weiß ja, Weiter warum es nicht geht. geht es so nicht auf, weil die Tür von innen gesichert ist. Ebenso die Fahrertür Weil ich natürlich. drin sitze und zuhalte. Ja. Dann komm doch mal rein hier. So, die Sicherung ist da unten. Das ist diese Kette hier. Wie ihr seht, diesen Haken, der ist offen. Der wird nur dahinter eingehangen. Und schon ist die Tür gesichert. Im Fall, wo wir schlafen, da diese Tür auch eine Zentralverriegelung hängt. Bekomme ich mit dem Remmel ein paar über den Kopf, damit ich Alfred schnarchen nicht höre. Richtig. Kommt dieses Teil hier zwischen. Und es ist unmöglich, die Tür aufzumachen oder aufzuheben. Unmöglich ist jetzt etwas übertrieben. Aufbekämmern die definitiv, aber bis dahin sind auch alle Nachbarn schon wach. Problem bei der Zentralverriegelung ist, wenn die ein entsprechendes Gerät haben. Darum habe ich auch vorne die Ketten. Dann geht das Klack und dann ist alles auf. Also so gesichert. So, wie ihr hier seht, ist uns die Tür schon des Öfteren zugeschlagen. Um das zu verhindern, habe ich mir so ein Stück Profil besorgt. Ein bisschen warm gemacht, damit das hier vorne schräg nach unten läuft. Wird oben drauf gesteckt und jetzt ist es unmöglich, dass die Tür zuschlägt. Nix. Nur meistens vergessen. Ja, aber ich habe auch das Fliegengitter vergessen Ja. und dadurch haben wir dann noch eine Erneuerung, eigentlich sogar Da zwei. unten ist eine Aluschiene. Ein Aluprofil, was normalerweise nicht dahin gehört. Das ist nämlich normal Kunststoff. So, und der ist normal ja nichts. Ja, weil da war auch nichts mehr. Ja, da unten dieser Anschluss, der war innen weggebrochen, so dass man die Tür quasi wegziehen konnte. Also habe ich da unten ein Aluprofil dran gemacht. Beim ersten Mal hat er noch eine Zeit gehalten, man konnte wunderbar damit arbeiten. Und dann schlug die Tür das nächste Mal zu. Und da war unten der Teil, hat sich dann in Bestandteile aufgelöst. Ich habe nur einen Lieferanten gefunden, der die zustellt. Ist auch kein Hexenwerk. Der Rahmen hier, der ist mit Clipsen von innen verbunden. Das Video dazu, wie das demontiert wird, werde ich euch auch verlinken. Nur bestellt euch diese Klammern direkt mit, weil 50% davon hier Zeig sie mal, definitiv komm kaputt sind. jetzt. Die siehst du nicht. Ach Die so. sind dahinter. Das sind die Halteklammern, die den Rahmen hier am Chassis festhalten. Hier oben ist ein Faden. Und da ist das Gegenstück dazu. Und wenn ihr das Fliegengitter repariert habt und wieder einbaut, dann spannt den Faden nicht zu sehr. Denn wenn die Tür zu schwer geht, dann macht das irgendwann Zing und dann ist irgendwo dieser Faden gerissen. Und demzufolge, er sollte schon eine gewisse Vorspannung haben, aber eben nicht zu fest, damit das auch vernünftig zugeht. Ja, ihr kennt das mit Sicherheit. Man fährt so wunderschön Auto und man sieht auf dem Navi nichts. Passiert jetzt auch noch zeitweilig, aber eben nicht mehr so schnell. Und normalerweise sieht das nämlich so aus. Und ich habe mir dieses Profil hier, beziehungsweise diese Platte besorgt.
im Baumarkt. Kostet was von 4 oder 5 €. Ausgemessen, eine Pappschablone gemacht, damit man auch entsprechend die Rundungen hier hat. Innen noch was weggeschliffen, damit er doch schön da rein geht. Einfach oben drauf, fest. Und man hat eine gewisse Art von Sonnenschutz. Meine Frau wollte eigentlich hier vorne stricken Und lesen. und lesen. Und hätte dann gerne eine Lampe gehabt. Aber irgendwie habe ich nie Zeit dazu. Aber sie ist da. Ja, ich habe dann diese Lampe hier gebastelt, umgebaut, hier eingebaut. Habe ich die überhaupt noch benutzt? Ich glaube nicht. Nein. Aber so ist da. Also wenn es mal notwendig wird, kann man eine Frau hier lesen. Und die tut es auch. Nein, nicht, dass er meint, da wäre nur eine Lampe, die tut es nicht. Ja, Mülleimer gibt es ja bei Weinsberg. Bei unserem Modell auf jeden Fall nicht. Ein Weinsberg-Karrer läuft 650 MEG. Also, Bourbon. eingekauft, Alterung da angebracht. Hier hinten ein paar Füllsaufkleber, weil der sonst hin und her rappelt. Und dann passt der, Junge. Diese Halter habe ich auf Wunsch meiner Frau angebracht, weil die immer ihre Staubwedel gesucht hat. Feuerlöscher gehört in jedes Wohnmobil. Ich habe auch hinten in der Garage noch einen. Das ist einfach ein Muss. Dann hatten wir das Problem mit unseren Akkus. Ich habe zuerst nur die unteren Teile bestellt, weil die gleichzeitig auch die Halter haben für die Ladegeräte da hinten. Musste dann aber feststellen, dass die ohne diese Halterungen da oben doch schön hin und her wackeln. Also habe ich die Halter noch nachbestellt. Und jetzt wackelt nichts mehr. Doch, wir haben den Filz noch dazwischen gelegt. Ja, der Filz ist aber mehr dafür da, um die Wand zu schützen, sollte Ja. was wackeln als sonst was. Also ihr werdet bei uns im Wohnmobil, jetzt kommt mal die Hausfrau zu Wort, immer wieder Filz finden. diesen Filz finden. Auch hier. Das sind normale Tischsets. Oder so, wir haben ja neue. Das sind normale Tischsets, die gab es auch mal eine ganze Zeit lang mit den Tassenuntersetzern dabei. Die habe ich hier zwischen den Flaschen, damit nichts klappert. Ja, die Kiste ist nicht so schön, die hatten wir aber in der Verzweiflung, weil wir sie schnell haben wollten, gekauft. Die habe ich in jedem Schrank liegen, aber dann verrate ich ja schon, was wir da drin noch geändert haben. Hier Die kannst du aufmachen. Das ist ja haben original wir in eigentlich. jedem Schrank liegen. Da finden wir mal, wie es letztens der lösliche Kaffee umgekippt. Natürlich auf der Nachhausefahrt haben wir erst beim nächsten Türchen wieder festgestellt. Und entsprechend nimmst du das Ding raus, na heißt es, bürstest es ab und dann ist gut oder Ja. ersetzt es, wenn es schlimmer wird. So, das waren meine heiligen Worte. Ich habe da mit Kleiderschrank alles ausgekleidet, weil es im Winter auch zusätzlichen schönen Wärmeschutz bietet. Ja, lass schon direkt auf. Ist auch Hausfrau. Hausfrau sagt, bei Teddy gibt es diese Körbchen, die gerade in den Weinsberg in unserem Modell super reinpassen. Es hätte hier auch noch eins reingepasst, aber das habe ich lose gelassen. So hast du alles fein sortiert. Eigentlich mehr Männerkram, ne, da mit den Bits und so. Aber wir haben da alles drin, was wir an fusseligem Kleinzeug haben. Hinten passt noch schön Gas oder anderes hinter. Das ist kein Männerkram. Wenn du das selber könntest, wäre dein Kram. Ja, und der Besteckkasten war bereits da. Da haben wir nichts Ja. geändert. So, jetzt kommt wieder der Chef. So, hier war nur normaler Einlegeboden. Ich habe dann Ausdruck draus gemacht, damit man auch besser an die. Bei 1,58 hat auch in einem Wohnmobil Probleme. Ja, die Pöckerschen, die Hammer, Haben wir auch gekauft, aber aber die du nie nimmst. ja, den haben wir schon mittlerweile gar nicht mehr mit, wenn wir unterwegs sind. So, da oben habe ich aber einen festen Boden drin gelassen. Da ist nur ein. Da liegt nur unser Abtropftablett fürs Geschirr, wenn wir spülen.
Das kann ich aber so rausziehen. Nächster Punkt. Hier unten waren zwei Böden drin. Wenn hier ein Boden drin ist, wieder unten dran zu kommen, kann man sich auf den Boden legen. Ja, der unten, den kannst du aber nicht. Das war ja, der steht ja am Boden, da hast du ja keinen gemacht. Das hier Ja, ist aber ja. hier war Ja, ein Boden drin. So. stimmt. Das sage ich extra, weil diese Böden habe ich ja anderweitig verwendet. Auch hier. Auf Fancy. Wunsch meiner Frau, die mal wieder verkehrt eingeräumt hat. Auf Wunsch meiner Frau habe ich dann drei Auszüge gemacht. Einen auf dieser Seite. Und zwei auf dieser. Das ist ein ganz spezielles Teil. Das ist Hausfrau, Teddy, 1 Euro, Sockenorganizer. Nichts rappelt. Ja, jetzt, weil ich die Metalltasse hier nicht richtig drin habe. Aber das Ding kostet 1 Euro. Und ja, das ist seit 2 Jahren hier drin. Ich habe eins als Ersatz noch. Ich habe sowieso überall diese Körbchen, diese Faltkörbchen verteilt. Kann ich nur empfehlen. Da Alfred ja auch weiter mit Holz talentiert ist, siehe diese Ordnung mit den wunderschönen Tellern. Ich habe meinen Tellerständer. Okay, hatte ich zu Hause auch schon einen drin. Deshalb war der für hier direkt mitbestellt bei Alfreds Spezialwerkstatt für nervige Hausfrauen. Ja. Und dann hat er noch da was gemacht. Ja, diese Profile sind, wenn ich mich richtig erinnere, für Fliesenabschlüsse. Die habe ich entsprechend konisch angebracht, sodass dieses Teil nach unten nicht wegrutschen kann. Passt wunderbar. Und Kleines Brett, großes Brett. fliege nirgendwo rum. Weil hier waren ja keine Bretter dran. Hier war ein großes Fach, hier war ein großes Fach. Und ein Wechselrichter, der immer im Hier Weg ist kein hängt. Ach, Quatsch, Wechselrichter. ja. Ja, Ja, richtig. das Kabel. So, wir Ein wollten ja neues Kabel gebraucht. unbedingt eine Schüssel haben, die wir bisher noch zweimal gebraucht haben. Auf den ersten 2 Touren gebraucht haben, ja. So, ich habe ja eben gesagt, da unten habe ich die Böden rausgenommen. Die Böden habe ich dann passend hier oben reingeschnitten. Da die Böden auch diese Lippen hatten, konnte ich das entsprechend Und ausgeschnitten. dort anbringen. Gut, hier die Schränke sind etwas länger als da unten die Böden waren. Demzufolge fehlt da hinten ein Stück, aber das macht nichts. Ja, was haben wir noch? Da, die komischen Dingerhaken da. Ja. Es gibt wunderschöne Klebepads mit integrierter Schraube in verschiedenen Längen. Ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Durchmesser gibt. Das müsste 6 mm sein. Hutmutter drauf, eine Karscheibe drauf. Und das Ding ist soweit fest. Da hinten habe ich noch ein bisschen Filz. Meistens wird es benutzt, für irgendwelche Sachen abzulehnen oder schon mal Obst. für Obst. Genau. Hier haben wir noch so, bevor wir uns anders aufgestellt hatten, so Magnete, wo man die Kabel, hier Ladekabel durchführen kann, aber da sind wir jetzt ja ganz von weg, weil. Unser praktisches Wohnmobil. Ich hatte vorher wunderschön gesagt, aber meine Frau meinte ja, nein, das ist praktisch. Hat da hinten zwei Bretter für die Fenster, damit man im Schlafen die Plissés nicht beschädigt. Ich hatte das sagen. Schön, dass es die Bretter gibt. Absoluter Schwachsinn. Weil es gibt keine Halter dafür. Ich habe diese Bretter benutzt, um meiner Frau dieses Board hier zu kreieren. Gibt es ja auch einen bekannten Namen für, den wir jetzt wegen Markenschutz hier nicht verwenden dürfen. Aber das Ding ist genauso mit Ja, fast genauso. in die Aufnahmen der Kopfstützen gepackt, gesteckt, Richtig. damit wir unserem Sohn nämlich auch gesagt haben, es sind Zweisitzer. Diese Stange ist aus dem Baumarkt. Die habe ich mir entsprechend gebogen. Das waren meine alten Griffe von der Diese Küche. Teile sind Teile von Griffen.
Ja, das ist von unserer Küche, weil ich habe die Küche auf schäbig gemacht und habe da so historische Griffe dran gemacht. Und dann hat Alfred die hier zersägt. Nee, ich hab die nicht zersägt, die sind fest verschraubt, sind die. Da unten ist eine Madenschraube drin, Ja, die da aber du oben. hast sie ja kleiner gemacht. Nee. Ne? Ach, da waren die Halterungen. Ja. Genau. Ja, aber trotzdem. Küche. Von Küche. Ja. Lass mich das doch mal ernst sein. Also es gab mal eine Zeit, da standen dann unsere ganzen Entchen drauf. Die liegen jetzt da oben in so einer Kiste. Ne? Weil, wenn du unterwegs bist, diese auch von Teddy oder Action, diese Filzhäkelkörbchen, mega praktisch sind. Ich habe hier noch so ein Mückenduftzeug drin. Ne? Du kannst da einen Block hinterpinnen. Hier haben wir unsere ganzen Ladekabel. Da hinten haben wir eigentlich was Platz. Aber so kannst du mal schnell was reinschmeißen. So, wir outen uns auch hier unsere Jagras und ähnliches. Fernbedienung, Fernseher. Das sind Kopfschmerztabletten, ist gut. Vor oder nachher? Also von daher ist hier die Deko dem praktischen gewichen. Irgendwo stand auch mal Blümchen da drauf. Ja, so, nächster Punkt. Ach, jetzt muss ich wieder runter. Batterie. Hier war eine 75 Ampere, ich glaube, Bleibatterie drin. Die war da ein bisschen schwach auf der Brust. Wir haben jetzt eine 200er Lithium-Untersitzbatterie. Das heißt, Sitzplatte und so weiter abschrauben. Kommt sie. Lithium Da rein ist sie. Blinzel, blinzel. und dann hat man etwas mehr Power. Wir haben da hinten einen wunderschönen Wechselrichter. Fehlkauf des Jahrhunderts. Ja, wir haben versucht, damit E-Bikes aufzuladen, einen Laptop zu betreiben. Beides funktionierte Ich halte mal nicht. die Marke dran. Aber Er ist von Dometic, aber sehr er schwach war etwas sehr gerüstet. schwach. Wir haben uns dann einen anderen gekauft, einen 1200 Watt Wechselrichter, der reicht für unsere Zwecke. Hier ist wieder so ein typisches Teil, was ich dann verwendet habe. Das war auch hinten von den Brettern. Genau, ist der Fensterschutz. Entsprechend passend geschnitten, Löcher rein, weil hier sind nämlich schon Gewinde vorgebohrt in dem Sitz und dann hält das ganze Spielchen. Mit der 200er Lithium schaffen wir ohne E-Bike-Laden mal locker 5 Tage. Mit zweimal E-Bike-Laden sind es 3 Tage. An kühlen, langen, kurzen Wintertagen. Das war im Winter, wo viel Ja. Licht an war, wo wir jeden Abend gekocht haben, zwischendurch Tee gemacht haben. Also das war Anfang Februar Und im Dauerregen. vor unserer YouTube-Zeit haben wir auch ein bisschen mehr Fernsehen geguckt. Der lief den ganzen Tag. Gut, ja, dafür läuft jetzt Laptop und Fernsehen. Also als Bildschirm. Also tut es schon. Nächstes Projekt, was wir diesbezüglich vorhaben, ist ein Faltpanel und einen MTPD-Regler hier einbauen, sodass wir, wenn wir am Platz stehen und da sind natürlich mit dem Faltpanel die Lithium auch ohne Strom etwas aufladen können. Die waren nicht da, wo sie sind, die zwei Da Kleiderhaken. waren ja keine. Da waren gar keine. Und jetzt zeigen wir euch, wo die her sind, weil im Wohnmobil waren die schon. Da wir dieselben auch hier an der Garderobe haben und ich das gerne einheitlich habe, außerdem, dass auch noch zu wenig waren, Die waren hier. habe ich mir diese im Baumarkt gekauft und habe die zwei, die hier dran waren, Verpflanzt. verpflanzt hier. Ja, dann haben wir hier noch dieses unnütze Fach, weil normalerweise kann man ja nichts draufstellen bzw. stehen lassen. Wir haben uns dann diese Nicht so schöne Klemmleiste, aber Teleskoprailing. gibt auch mittlerweile schönere, Ja gut, aber so ist praktisch. Es hält. aber es war die erste, die wir gefunden hatten. Und wenn sie mal kaputt ist, dann können wir dann eine von den schöneren kaufen. Und die 40, nee, die 80 mal 80 Körbchen aus vom Teddy, die passen hier genau rein, so dass man hier dann noch mal seinen Krimskram sortieren kann. Wobei, das kann jetzt raus, ich habe die Haare ab. Ja, so gut. Dann haben wir wieder Platz. Hier haben wir dann auch immer unsere Handtücher hängen. Oben an der Duschstange habe ich hier diesen Wäschekreisel.
Während der Fahrt mache ich ihn ab, wenn wir länger fahren, Autobahn. Für Kurzstrecken lasse ich ihn auch dran, aber natürlich ohne Handtücher. Hört man vorne auch nicht. Also da gibt es andere Sachen, die man eher hört. Wobei wir. Wie zum Beispiel aufgehende Türen. Das war nämlich auch so ein Problem. Unsere erste Fahrt ging genau 500 Meter. Dann stand der Kühlschrank offen mit Frischkäseverteilung durchs Wohnmobil. Und 500 Meter weit, Und aber dann, die Tür offen. die dann immer weiter offen ging. Die wollte gar nicht. Dann haben wir alles mit Panzertape gemacht. Beim Kühlschrank waren wir selber schuld. Aber Es gibt mittlerweile bessere Verschlüsse, genau, der springt auf. aber das hier springt auf, also haben wir es. Ne, Alfred hat die Tür eingestellt, da er ja als ehemaliger Tischler ein bisschen vom Fach ist und auch an dem Griff, an der Klinke rumgebastelt, aber das Ding war hartnäckig und wir waren dreist. So haben wir zu, geht nicht auf. Dasselbe Teil habe ich dann auch hinten für die Klappe mit einem entsprechenden Abstandshalter. Die ist mir nämlich immer auf den Kopf gefallen. Wir haben hier Hier ist dann auch meine so Frau, ist die Tüten Haare drin. kurz. Du kommst auch von hier an die Garage, die ja rappelsvoll ist. Ich habe hier immer, habe ich jetzt noch drinnen, noch so eine große Tüte. Da kommt nämlich immer plapp die Schmutzwäsche rein und dann brauchst du die Tüte nur nehmen für ein Wochenende. Auch wenn wir eine Woche weg sind, kommen wir mit einer Tüte hin. Ist also optimal, aber wie gesagt, je nachdem ist mir das, ich habe da ein Talent zu, das blöde Ding mal um den Kopf gefallen. Also Verriegelung und Yuppie. Wie lange hat es gedauert? Ein halbes Jahr, bis die Matratzen durch waren? Die waren nicht schlecht. Das haben wir schon andere gesehen. Aber ich glaube, ein halbes Jahr, weil wir sind auch beide Rückenpatienten. Aber dann haben wir die rausgeschmissen. Wie man hier sieht, die passen nicht 100%, aber das ist mir sowas von egal, weil da schläft man nämlich super drauf. Stiftung Warentestsieger 2022 oder so oder 21, keine Ahnung. Gibt es beim Lidl. In dem Maß, was haben wir, 80 mal 2 Meter, ne? 2 Meter. Und kostete damals roundabout knappe 100 Euro, 99 Euro ganz genau. Kommt zu dir nach Hause, kannst du super hier reinmachen, wenn wir beziehen. Du kannst hier auch das Ding abmachen und waschen, da ist ein Reißverschluss dran. Bettwäsche ist gerade in der Waschmaschine. Optimal. Der einzige Nachteil ist, dass du natürlich höher bist und dadurch die Originalkeile, hier haben wir nämlich auch noch einen Teil, das ist die Originalmatratze, nicht mehr nutzen kannst, weil normalerweise kannst du ja hier eine Verlängerung machen. Wo ist denn die Leiter jetzt hin? Ja, da muss er hingehört. Ich hab den jetzt raus hier so. Ne? Das geht nämlich eigentlich easy. Ne? Kannst du es verlängern, kommt noch ein zweiter Keil drauf. Der ist jetzt niedriger. Da Alfred aber nachts oft gesundheitsbedingt von Krämpfen geplagt aufstehen muss und ich auch früher schlafen gehe, ist das unsere Tabletstation. Deine Meine Tabletstation. Tabletstation, Ich schlafe im Bett. ich nenne das auch Sicherheitszone, wenn Alfred schnarcht. Also ist Alfreds Sicherheitszone, weil ich schlag dann um mich, wenn er schnarcht. Und von daher, wir kommen damit prima. Wieso immer ich? Weil wir damit prima klarkommen. Wir kuscheln Ja, dann anders. Aber das ja, sagen wir jetzt ja. nicht, wie wir kuscheln. Wir schlafen getrennt, aber kuscheln Wir gemeinsam. schnarchen aber zu gemeinsam, Ja, Quatsch. Also wir kommen damit super klar und die Dinger passen und die sind jetzt anderthalb Jahre, ein Dreivierteljahre drauf. Ich denke mal, nächsten Sommer werden wir sie austauschen. Ja gut, dann ist es ein Huni, beziehungsweise zwei. Und zu Hause haben wir richtig teure Dinger und da schlafe ich genauso drauf. Ne? So. Diese wunderschöne Schiene ist original aus dem Wohnmobil. Da hängt ein Vorhang drauf, der aber nur bis hier geht. Genau. Was? Absolut unnötig. Staubfänger? So, ich habe ja eben erklärt, hinten die Garage, da sind ja auch entsprechende Gleiter drin, Gleitmutter nennen die sich. Die habe ich ein bisschen bearbeitet, sodass die hier reinpassen. Tut das jetzt nicht so ernst. Diese Haken da reingeschraubt, da sind ja Gewinde drin. Da kann man da vorne noch ein paar leichte Klamotten aufhängen. Das sind BH-Haken. Ja, das ist mir ja, welche Haken das sind. Du wolltest die haben, du Ja, kannst daran da aufhängen, was du kannst du ein lustig T-Shirt zum bist. Lüften aufhängen, deine Schlafhose, Unterhemd, BH, was man so hat.
Blüschen. Ich hänge da auch Sweatshirts drauf. Wieso sagst du leichte Sachen? Da hänge ich auch Weil eine bei Jeans dir dran. leichte Sachen sind, wenn ich ein Sweatshirt aufhänge, ist das schwer, Ich aber. hänge da auch eine Jeans Ach, dran. deine Jeans, die Dreiviertel-Dinger Ja, bei da. 1,58 ist ja nicht so viel Hose übrig. So, hier oben seht ihr eine USB-Steckdose. Eine ist original verbaut, aber nicht mehr original dran. Dahinter habe ich mir eine zweite installiert. Dadurch, dass das hier oben ein doppelter Boden ist, kann man den Kabel wunderschön hier durchziehen, sodass wir von beiden Sitzpositionen aus unsere Handys, Tablets und diverse andere Sachen aufladen können. Und ganz wichtig für den Winter, auf diesem wunderschönen Boden haben wir normalerweise einen Teppich dann liegen. Ich habe mir damals Pappkartons besorgt, habe die entsprechend zugeschnitten, zusammengeklebt, sodass ich einen großen Karton quasi hatte, der hier genau reinpasste. Ja, wir haben uns einen billigen Teppich besorgt in der entsprechenden Größe. Dann habe ich schon ausgeschnitten, noch ein bisschen nachgearbeitet. Und ich muss sagen, im Winter ist das sehr angenehm. Nur im Sommer brauchen wir den Ja. nicht, weil dieser Boden hier sich wunderbar auch fegen lässt. Ich muss was sagen. Ach, du musst, meine Frau muss was sagen. Komm aus dem Dunkeln raus. Der Teppich hat 60 Euro gekostet, war Rollenware beim Innenausstatter-Discounter. Also von daher für 60 Euro, wenn du den ein Jahr oder einen Winter drin hast, dann schmeißt ihn auch weg. Also ich tue jetzt gerade so, wenn das alles nichts kostet, aber ne, wir fahren hier so ein Ding von. Also wir alle. Ne? Da, wir gehen auch nicht viel essen, wir sparen es dann an anderer Stelle. Von daher, ich bin jetzt gerade zu blöd, die da reinzukriegen. So, jetzt Klappe auch. zu viel Stoff. Und ich habe allerdings noch zwei Felle gekauft, ein Meterstück und nochmal ein 3 Meter Fell. Das nehmen wir jetzt auch im Sommer schon mal, wenn es zu sandig ist, weil der Boden sehr empfindlich ist. Mir hier ist hier so ein kleines Melaminbrettchen gefallen, so plöpp. Und siehe da, da ist nicht nur eine Delle drin, da ist der Phenyl sogar offen. Also von daher versuche ich immer, das Fell auszulegen für die wärmeren Monate. Aber manchmal, wenn es jetzt, wo es ganz heiß war, haben wir es auch nicht gemacht. Ne? Also daher haben wir jetzt auch 3 Dellen drin. Weil irgendwas fällt hier immer. Und wenn es, der ist so empfindlich, und wenn es ein Stöpsel von der Senftube ist, so ungefähr. Und wie meine Frau schon sagte, wenn an dem Teppich was dran ist, er kostet nicht die Welt. Hab die Haare gar nicht gemacht. Hörst du doch ab, da brauchst du nichts zu machen. Ja, aber ich habe mich schon immer gekämmt heute. Du brauchst ja bei den Bin nicht Haaren geschminkt, nix. Ich habe die Putzklamotten an. Ich, Schnitt! nicht. Weg! Ich bin jetzt halt auf dem Video.